Weiter geht's bei Evoland 2. Jetzt schauen wir mal, was sich hier verbirgt. Oder ist das überhaupt eine Tür? Tun wir jetzt mal Sonderbarrierbilder rein. Okay. Ah, cool. Ja. Oh. Moment. Servus. Hubala. Wer hat meine schönen Töpfe zerschlagen? Ich mochte diese Töpfe. Oh. Kenne euch. Ihr habt meine Geisterfreunde aus dem Wald vertrieben. Jetzt, wo ich neue Freunde habe, wollt ihr mir auch die auch wieder fortnehmen? Nein, um Gottes Willen. Ich glaube euch nicht. Ich sehe, bleibt mir keine Wahl. Ich muss euch loswerden. Oh shit. Slay. Wow. Aua. Oh, ist noch mehr? Wow. Sehen, dass er... Nein! Oh, ich Idiot. Warum bin ich jetzt da reingerannt? Das war jetzt einmal nix. Wollen wir das dann gleich überspringen, oder? Sehr gut. Wow. Das hätte jetzt nicht passieren sollen. What? Ich konnte jetzt einmal treffen. Okay.
Oh shit. Ja, sehr gut. Nein, fast. Ah. Down. Hallo? Warte. Hallo? Ihr seid einfach zu stark. Tut mir leid, Freunde. Ich konnte euch schon wieder nicht beschützen. Aber wir wollen doch nicht eure Freunde angreifen. Sie sagt die Wahrheit. Wir brauchen nur eure Hilfe. Ihr seht stark genug aus, um den Felsbrocken von der Mayenbrücke zu entfernen. Felsbrocken? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ihr habt uns doch zuerst angegriffen. Meine Güte, da habt ihr euer Recht. Verzeiht mir bitte. Ich dachte nur... Ich habe zu danken. Nach unserer Begegnung habe ich meine Meinung geändert. Weil ich so lange alleine gelebt habe, habe ich beschlossen, ein paar echte Freunde zu finden. Am Ende sind Menschen gar nicht so übel. Diese Geschichte mit den Geistern ist ewig her. Wie auch immer. Bei all das sieht er echt gut aus, Kneefrau. Wenn ihr ein paar Tipps habt, wie ihr eure zarte Haut bewahrt, ich wäre vielleicht interessiert. Ich bin zwar kein Mensch, aber ich bekomme langsam Falten und... Hey, ich bin auch jung! Wenn wir uns um das dringendere Problem kümmern, können wir ein Volk finden. Also müssen wir diese Brücke überqueren. Ja, da fehlt mir die nötige Kraft dazu, aber seid ihr nicht ein Dämon? Ja. Vielleicht könnte ich euch ja helfen. Seht es als Entschuldigung dafür, dass ich angegriffen habe. Würde sind in der Lage, uns Mana zunutze zu machen. Mana? Das hat mein Papa mal erwähnt. Das ist eine Art natürliche Energie. Ist wohl in allen Lebewesen inne. Aber in großen Mengen kann es gefährlich werden. Ja, so ist es. Das heißt, man kann mit Mana die Stärke eines Dämonen erhöhen. Wäre es, wenn ich euch meines gebe? Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Gefunden, Mana. Natürlich Lebensenergie. Garantiert 100% nachhaltig, umweltfreundlich und glutenfrei. Ganz wichtig. Ist erledigt. Ich hoffe, es hilft. Geht jetzt. Ich muss mich auf einen Zauber vorbereiten. Der Kampf hat mich ausgelaugt. Das ist schon lange her, seit ich so viel geschwommen bin. Vielleicht sollte ich mir mehr Bewegung verschaffen. Und ein bisschen abnehmen. Matai ist also auch ein Hüter. So wie der, den wir in meiner Zeit im Wald begegnet sind. Ich frage mich, ob sie irgendwas mit Magie zu tun haben. Habt ihr das gehört? Solltet schnell. Wir müssen jene Person finden, die uns helfen kann, das Mana zu verwenden. Okay. So, dann machen wir mal. Gehen wir mal zu dieser Zauberin da. Vielleicht kann die uns irgendwie weiterhelfen. Mit dem Mana. Dass ich mal das Mikro hier so halb ins Bild stelle. So. Ja, jetzt ist es immer noch ein bisschen am Rand. So. Ja.
Ach, was für ein netter junger Mann ihr doch seid. Was kann ich für euch tun, Zuckerschnäuzchen? Seinen Verbündeten wecken, ist es das? Ja, oh, ich bitte mein kleines Viersichtörtchen. Erstens kann ich mit der Erwägung erst fortfahren, wenn ihr mir genügend Mana bringt. Mana ist ihre Lebensenergie extrem seltenes Zeug und selbst dann stirbt die aufgeweckte Person. Was? Dann stirbt die aufgeweckte Person, wenn sie die Erweckung nicht akzeptiert. Oh, entzückend. Ihr habt etwas Mana ausgegraben. Fangen wir etwas Kräftiges zu brauchen. Es ist ja erst das ideale Versuchskaninchen. Aufwerten von Kräften. Minuskraft hat Stufe 2 erreicht. Ihr könnt euch länger konzentrieren, um einen noch mächtigeren Angriff zu entfesseln. Okay. Was kann ich für euch tun? Ein Schrank. Wir haben etwas gut. Süßes Gummibärchen. Sowas haben wir in der Rote Pampe. Was kann denn die Rote Pampe? Stellt eure gesamten LP wieder her. Ja. Ach so. Grüne Pampe. Was bringt die dann, die grüne Pampe? Stell die Hälfte der Lebenspunkte wieder her. Oh. Noch irgendeine Pampe. Grüne Pampe. Nee, abbrechen. Nichts. Ja, cool, jetzt habe ich auch Heil-Items. Jawohl. You shall pass. Errungenschaft freigeschaltet. So, was ist das jetzt hier? Oh. Schaut nur. Schaut euch das an. Was ist hier passiert? Wo ist mein Dorf? Meine Eltern? Meine Freunde? Alles weg! Ja, Mist, ich hatte ja einen Verdacht, aber jetzt habe ich Gewissheit. Es ist nicht unsere Zeit. Wir müssen herausfinden, was da los ist. Versuchen wir es in Genua. Sollte uns jemand... Ist das hier Genua? Ja, sieht aber sehr Steampunk-mäßig aus. Oh, wir können einfach rein, okay. Und verrückter Hutmacher, ha. Piranha-Pflanze. Um Himmels Willen, Marion. Weil ich tausendmal gesagt, dass ihr die Laken nicht knittern sollt. Armes Mädchen, absolut keinen Sinn für Perfektion. Großer Zerstörer verlangt nach Perfektion. Ich diene dem Propheten, der den großen Zerstörer vertritt. Wer, wen? Oh, ein nettes Bild. Die gnädige Frau ist so anspruchsvoll, dass ich vor ihr mehr Angst habe als vor dem großen Zerstörer. Noch nicht mal sicher, ob er überhaupt existiert. Der gnädigen Frau könnte ich mir gar nicht sicherer sein. Ja. Ganz ohne Absicht. Gefrevelt, ich flehe euch an. Ihr liefert mich nicht den Anhängern aus. Was ist denn hier los? Oh, was bist du denn? Oh oh. Seid gegrüßt, Bürger. Was kann ich für euch tun?
Ach, ich bin nichts mehr als ein bescheidener Händler aus einer langen Reihe von Händlern. Mein Großvater übte bereits zur Zeit des Kaiserreiches den Beruf des Achso, ja, natürlich ist es schon Jahrhunderte, oder wir wissen nicht, welches Jahr genau ist. Aber er war ein echter Held, der jenen half, die im Krieg nach Genua hinein oder dort weg wollten. Er hat viele Leute einen Gefallen getan und sein Geld mit harter Arbeit verdient. Ja, natürlich. So wurde das Haus Nebelhorn geboren. Eine recht schöne Geschichte, findet ihr nicht? Was kann ich für euch tun? Große Katastrophe? Die große Katastrophe hat sich vor 60 Jahren am 50. Jubiläum des Sieges des Kaiserreichs über die Dämonen. Niemand weiß genau, was passierte, außer dass eine gewaltige Explosion den südlichen Teil des Kontinents ausradierte. Auch Genua kam nicht ganz ungeschoren davon. Das Chaos, das folgte, führte schlussendlich zum Untergang des Reiches. Zum Glück waren die Händler da, um die Ordnung wiederherzustellen. Was kann ich für euch tun? Die Händler? Nach der großen Katastrophe waren mein Vater und seine Händlerfreunde für das Kaiserreich die Rettung. Sie gründeten den Rat, der die... Sekunde. Der die für Genuas Überleben nötige Maßnahmen einleitete. Bei all dem Chaos musste jemand schnell handeln. Die Miliz wurde gegründet, um die Armee zu ersetzen. Das alte kaiserliche Steuersystem wich einem fairen System. Sie gaben den Leuten ihre Freiheit wieder. Seither steht alles allen Bürgern frei, Handel zu betreiben und reicher zu werden. Selbstverständlich werden alle Händlersöhne selbst Händler, aber immerhin steht die Chancen allen offen. Was kann ich für euch tun? Der Smog? Die Explosion der großen Katastrophe hinterließ ein klaffendes Loch, das mit einer merkwürdigen Substanz gefüllt war. Da niemand genau wusste, worum es sich dabei handelt, nannten die Leute es Smog. Unsere Wissenschaftler fanden bald heraus, dass sich der Smog als Energiequelle verwenden ließ. Händler erhoben Anspruch auf das Monopol, Smog zu kaufen und zu verkaufen, und errichteten die Smogline, um ihn nach Genua zu transportieren. Seitdem wird alles hier mit Smog betrieben und jedes Mal, wenn jemand welchen verbraucht, fließt noch mehr Geld in die Taschen des Rates. Ist die Technologie nicht wunderbar? Was kann ich für euch tun? Würdet ihr uns unter die Arme greifen? Falls ihr jemals einen Gefallen braucht, kommt ruhig zu mir. Es wäre mir ein Vergnügen, alles in meiner Macht Stehende zu tun und euch auf jede erdenkliche Weise zur Verfügung zu stehen. Gegen einen gleichwertigen Gefallen, versteht sich. Aber der nicht kostenlos. Ha! Kostenlos, ha! Wo gibt es denn sowas, ha! Was kann ich für euch tun? Nein, gar nichts. Große Katastrophe. Ein Dorf. Smog verschluckt. Und seht euch an, was aus Kimmel geworden ist, Kuro. Und das wirklich. Ist das wirklich unsere Zukunft? Er hat keine Dämonen erwähnt. Sie müssen sich irgendwo verstecken. Ich kann nicht glauben, dass sie alle Luft aufgelöst haben. Das ist nicht das größte Problem hier. Mein Dorf, meine Eltern, alles verschwunden. Puh, wir müssen diese Katastrophe verhindern. Ich verstehe eure Angst, Fräulein Fine. Wenn es jedoch tatsächlich möglich ist, den Lauf der Dinge zu beeinflussen, dann sollten wir mit der Rettung meines Volkes anfangen. Es lässt sich nicht ändern, Menos. Die Niederlage der Dämonen ist Geschichte. Ich habe über sie in der Schule gelernt. Sie ist Teil der Vergangenheit. Was hier geschieht, das ist doch nicht passiert. Eure Vergangenheit vielleicht, Fräulein Fine. Für mich ist eure Gegenwart aber meine Zukunft. Was aus dem Kaiserreich wird, das geht mich nichts an. Ich will, dass mein Volk am Leben bleibt und nicht von unserem Feind ausgelöscht wird. Eieiei. Wenn das Kaiserreich die Dämonen nicht bezwingt, könnte sich alles ändern. Was ich damit sagen will. Vielleicht würde es mich gar nicht geben. Das ist einfach zu riskant. Oh, und was ist mit den Leuten, die hier und jetzt leben? Vielleicht verschwinden sie auch.
in ihre Vergangenheit verändert wird. Macht ihr das gar nichts aus? Er weiß denn schon genau, was geändert werden kann und was nicht. Vielleicht existiert das ja alles schon. Vielleicht sind wir ja schon hergekommen, haben das alles getan und egal, was wir machen, nichts lässt sich ändern. Wisst ihr was, Venus? Ich weiß es einfach nicht. Aber zumindest werde ich es probieren. Mehr können wir auch nicht tun. Was ist mit euch, Guru? Glaubt ihr, wir können die Zeit beeinflussen? Ja, können wir. Da seht ihr, Venus, Guru ist auch optimistisch, genau wie ich. Und wenn wir könnten, was glaubt ihr, sollten wir verändern? Beides. Danke, Solid Snell. Ich wusste, dass du auf euch verlassest. Seid ihr sicher, Kuro? Ziemlich riskant. Könnte das Gleichgewicht der Welt aus den Angeln heben. Wir müssen aber trotzdem das Rad der Geschichte zurückdrehen können. Ich weiß nicht, wo ich hoffen kann oder darf. Als erstes müssen wir einen Magneten finden. Bin ich komplett eurer Meinung, Minas. Lasst uns zur Bibliothek gehen und Informationen ausgraben. Ich habe das Gefühl, dass wir herausfinden, wo es einen Magneten gibt. Das gehört, Kuro? Brechen wir auf. Eieiei. Schau ich mal, ob ich hier nicht hier nochmal rausgehe, ob man dann auch das Spiel speichert. Ja, zumindest ist ja das Speichersymbol. Dann würde ich jetzt den Part beenden. Dann sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge von Evoland 2. Ciao.